Jo Leute und willkommen zurück zu den Sims. So, am Ende der letzten Folge haben wir ja die Küche so ein bisschen erweitert. Warum auch nicht, ne? Sieht doch hübsch aus. So, jetzt so mit extra Tisch und ne, Gedöns. Und jetzt möchte ich kurz mal eben das Schlafzimmer von Anton ein bisschen erweitern, weil das kann doch nicht so angehen. Und warum steht das hier überhaupt im Weg rum? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich wollte das damals einfach irgendwie schnell da stehen haben. Okay, wir werfen mal so Bilder und Teppich. Hier, ein Bären. Du hast einen Bären. Ein Bär ist gut. Ein Bär macht Brumm. Okay, dann wäre eigentlich auch noch Nachttisch. Ne? Tisch, Nacht, eigentlich sehr angebracht. Weil das hat ja eigentlich auch jeder, ne? Sagst du so, hast einen Tisch, ne? Und dann gute Nacht. Oh, in Lila, das muss sein. Kommt bei ihm zwar ein bisschen komisch rüber, aber egal. So, und eine Lampe. Eine Lampe machen wir drauf und ich gehe natürlich auf Dekoration, obwohl hier Beleuchtung steht. Ich kann das. Was ist das? Elektrische Ukulele-Lampe. Geil. Aber nee, will ich nicht. Was ist das? Dein Lampenfreund. Das klingt gut. Er kommt doch auf beide Seiten. Ist hübsch. So, und allgemein weiß ich noch. Ja. Ich wollte Fenster reinbauen, weil das ist ja eigentlich typisch für so einen Haushalt, dass man Fenster hat, ne? Und ja, da komme ich jetzt erst drauf. Egal. Fenster, wir mögen alle Fenster. Fenster sind toll. Guck mal hier. Moment, hier. Ein bisschen größer, das kannst du aus dem Märchen hauen. Oh, ich bin Schneewittchen und ich guck mal aus meinem schönen Zauberfenster. Das ist natürlich auch geil, ne? Da hast du voll den Durchblick. Obwohl, naja, nicht wirklich Durchblick, aber so ein bisschen, ne? Ah, das ist auch cool. Hier. Vampire. Nee, ich möchte irgendwas, was wirklich zu dem Haus passt. Das sind eigentlich sehr klassisch geile Fenster, die passen auch zu der Tür. Hier. Will ich aber nicht. Ich möchte was, wo man wirklich so rausgucken könnte, ne? In Anführungsstrichen könnte. Wer guckt schon aus dem Fenster? Ja, okay, Rentner, aber das zählt hier nicht. Das sieht eigentlich ganz geil aus. Machen wir das mal da rein. Ja. Und bei der Ambiente werde ich erstmal kurz die zweite Tür wegmachen. Ich glaube, das hatte ich ja damals gemacht, weil irgendwelche Probleme mit weiß ich nicht. Ausgangsprobleme waren. So, möglichst so gleich. Ja, das sieht hübsch aus. Okay, dann schön bei Sabrina reingucken, ne? Das Mädchen. Da muss man ja ordentlich reinspannen können, ne? Das, da kenne ich nix. Nein, das mache ich aber natürlich auch hier. Seien wir einfach realistisch, spannen. Das tut hier sowieso keiner, das ist noch nicht erfunden. Vielleicht gibt es das ja in Sims 4, man weiß es nicht. Das ist natürlich auch wieder realistisch, dass ich das Fenster hinter dem Waschbecken machen könnte. Ich könnte es, glaube ich, sogar auch. Hinter dem Klo, ja. Oh, guck mir beim Kacken zu. Oder hier unter der Dusche. Das ist natürlich auch geil. Nee, nee, komm. Machen wir mal. Nein! Obwohl doch, das sieht eigentlich gut aus. Und da. Das reicht dann auch schon fürs Bad. Ist gut. Hier machen wir zwei an die Seite. Da kommt genauso wie da an allen Wänden was hin. Außer ans letzte. Hier fände ich es eigentlich ganz schön, wenn man den Schreibtisch hier so im Fensterlicht hätte. Und boah, ey, mir fällt gerade auf, dass diese Tapeten echt absoluten Augenkrebskiller sind, ne? Ist ja heftig. Zum Glück muss ich mir das nicht ansehen. Ich weiß, bin nett. So. Dann nochmal ein bisschen möglichst in den Flur reinleuchten. Ja, natürlich. So, und da will auch noch was hin. Genau. So, und dann hier noch an den Seiten. Ja, so, dann die Küche. Die Küche möchte ich eigentlich auch außen alles haben. So, hinterm Kühlschrank, stört keinen. Das haben wir auch eigentlich alles ausgeleuchtet und es gefällt mir eigentlich auch relativ gut. Schön, wir haben ja Geld. Zum Glück sieht man das nicht. Ich kriege jetzt ein Fenster. Zum Glück sieht man das nicht in dieser Variante so. Das wäre ja furchtbar. Ehrlich, hast du irgend so ein Fenster vorm Gesicht. So, dann kümmere ich mich noch eben um die Beleuchtung. Denn nachts scheint ja die Sonne gern draußen, ne? Ja, das ist Logik. Ich finde ja so eine Deckenbeleuchtung geil. Oh, ein Kronleuchter. Kronleuchter der Einsamkeit von Aaron allein.
Das will ich mir erstmal durchlesen. Aaron allein kam während seiner Reise durch die verlassenen Hochländer seiner Heimat an einem seltsamen grünen Lot vorbei. Er hob es auf und reiste dann weiter in die nördliche Wildnis, wo er das Lot in eine Schneewehe schleuderte. Die Erde begann zu beben und teilte sich. Aaron fiel... Ja, natürlich, ne? Da oben heißt er A, also Aaron mit Doppel-A und da unten nicht mehr, ne? Ja, klar. Aaron fiel in den Spalt und landete in einem Schloss aus Kristall. Mit dieser Bruchlandung wurde die Idee für den Kronleuchter der Einsamkeit geboren. Natürlich. Aber selbstverfreilich. Ja, ja. Genau. Ich habe auch so ein Kristallschloss gefunden. Das ist übrigens sehr geil. Das ist aus Party ohne Ende. Und die Dinger sind aus Megastar, diese Scheinwerfer. Ich finde das voll cool. Voll cool vor allem, ne? Das ist auch schön. Lumox 2828. In dieser Weiterentwicklung eines antiken Designs vereinigt sich die Zuverlässigkeit des elektrischen Lichtes an dem hypnotischen Flackern von echten Flammen. Interessant. Sieht aber mir ein bisschen zu Schloss aus. Was ist das? Conehead-Licht. Ich weiß nicht, das sieht aus, als ob man das draußen auf Straßen aufbringt. Nee, da wird's da doch wieder die Deckenleuchte. Ach komm, nimm mal Kronleuchter. Wer stört sich schon da dran? Ist doch hübsch. Kostet doch nichts. Ja, hier kriegst du auch nochmal ein bisschen Licht. Und die Küche. Also bei Licht bin ich eigentlich sehr gerne der Korinthenkacker und nimmt immer die gleiche. Ich meine, wer guckt sich schon Licht an, ne? Also ist ja ein bisschen negativ für Augen, ne? So. Flo kriegt ordentlich Beleuchtung. Damit man auch nachts da schön reinspannen kann, wie man duscht. So muss das sein. So, hier ist noch nichts. Kriegst du auch nochmal einen. Perfekt. So, spielen wir. Das Mädchen ist auf der Arbeit. Genau da gehört es auch hin. Anton braucht Spaß. Wie macht man Spaß? Ja, das ist mal wieder sehr geil. Okay. Gelöst. Wie geht's dem Wowi? Wow. Was? Warum ist denn Hygiene im Arsch? Okay, baden. Also das geht ja gar nicht. Sag mal, warum stinkst du eigentlich immer? Kannst du mir das mal sagen? Und wie geht's der Katze? Ja gut, die braucht nur pennen. Das passt schon, okay. Ja gut, Fernsehen darfst du ruhig. Läuft. Sie kommt gleich nach Hause. Oh nein! Ach ja, sie muss ihren Körper trainieren. Dabei kann ich... Ach nee, doch nicht. Ich habe ja einen Pool. Ich brauche kein Trainingseinheit-Ding. Ausmachen! Okay. Ja, dann kümmern wir uns heute mal um Sandras Fitness. 340, ja. Kriegen wir mehr Geld rein. Und du machst das aus. Habe ich das nicht gerade ausgeschaltet? Ich weiß nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Duschen. So, der Hund wird begrüßt. Wo auch immer er ist. Da kriegen wir wieder Miete, das ist schön. So, dann gehst du mal ordentlich schwimmen. Zieh dich um. In den schönen Bikini, so muss das sein. Und ich fühle mich hier immer noch wie so ein... Weiß ich nicht. Los! Spring! Mädchen? Ich wollte gerade schon fragen, hast du die Animation vergessen fürs Reinspringen? Ja, jetzt sollte sie eigentlich... Körperpunkte trainieren. Aber das tut sie nicht. WTF? Was ist das denn? Wieso lernt sie keinen Körperpunkt? Das verstehe ich nicht. Hä? Wenn man im Pool schwimmt, kriegt man das. Was ist das denn jetzt für ein Scheiß? Jetzt Telefon! Ah! Dein Freund gibt dir endlich das geliehene Geld zurück mit Zinsen. Für die letzten 3 Jahre beläuft sich die Summe auf 650 Simoleons. Mensch, ich bin großzügig. Okay, aber das verstehe ich jetzt echt nicht. Geh raus, dann bringt dir das ja gar nichts. Gut, dann muss ich jetzt doch so ein Fitnessgerät holen. Das hat ja sonst keinen Sinn. Das verstehe ich jetzt allerdings nicht. Vielleicht wisst ihr das ja, warum das nicht funktioniert. Dann nehmen wir das hier, das ist schön. Trainingsbank Muckimaschine. Gewöhnliche Trainingsbanken. Echt? Trainingsbanken? Bänke? Banken? Ah, na gut. Eignen sich wunderbar, um ein bisschen zu trainieren. Willst du doch deine Freunde so richtig beeindrucken? Kommt für dich nur die Trainingsbank Muckimaschine in Frage. Natürlich. Sie sieht nicht nur beeindruckend und teuer aus, sondern macht dich zu einem richtigen Supermann, Super Vibe. Verschwende also keine Zeit und stelle noch heute deinen Bizeps. Oh ja. Bizeps. Los! In Bikini. Ist das nicht schön? Da gucken wir jetzt erstmal ein bisschen zu. Wie so ein schöner Gaffer.
Ne? Hier, durchs Fenster würde auch gehen. Wie, Moment mal. Da hat sie jetzt doch vertrainiert. Warum wurde der Balken nicht angezeigt? Okay, vielleicht ist das die gleiche Farbe. Habe ich das jetzt einfach nicht gesehen? Das fände ich ja jetzt ein bisschen schade. Na gut. Einen Punkt kannst du noch machen. Anton, was machst du denn? Du füllst den Napf, wenn Whiskers weggehen würde. Nein, nicht Tisch. Die Viecher brauchen Futter. Hey! Gehorche mir! Ich wollte schon sagen, ne? Okay. Anton geht pennen. Hat sie es geschafft noch? Hey, Mädchen, was soll denn das? Ich glaube, es hackt. Naja, das wurde da wohl nichts. Dann schlafen wir ein bisschen. Und natürlich beenden wir die Folge hier. Das Lustige war, anstatt Pause zu drücken, habe ich die Aufnahme beendet. Ja, manchmal kommt man da irgendwie ein bisschen durcheinander. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei den Sims. Haut rein. Ciao.